Ich weiß nicht, ob Sie, meine Damen und Herren, etwas bereuen in Ihrem Leben. Ich meinerseits bereue manchmal, dass ich bis jetzt noch nicht mehr Musik gemacht habe. Dass ich nicht die Geduld hatte, einfach mehr zu üben auf meiner Geige und richtig gut zu werden auf diesem Instrument. Denn ein Instrument zu beherrschen, die Musik von innen heraus zu durchdringen, das bewundere ich schon sehr. Entsprechend bin ich gespannt auf mein heutiges Gespräch mit einem der bedeutendsten Musiker unserer Zeit. Zu Gast bei mir in Genf ist heute Daniel Barenboim. Er gibt als Pianist Konzerte, seit er 7 Jahre alt ist, und er dirigiert die allerbesten Orchester dieser Welt. Herzlich willkommen, Herr Barenboim. Dankeschön, vielen Dank. Herr Barenboim, Sie schreiben in diesem Buch «Klang ist Leben, die Macht der Musik», dass man über Musik eigentlich gar nicht sprechen könnte. Da habe ich mich gefragt, worüber sollen wir uns denn jetzt eine Stunde unterhalten? Über die Tatsache, dass man kann über Musik nicht sprechen. Und warum es so ist? Weil wenn wir über Musik sprechen, sprechen wir eigentlich über unsere Reaktion zu der Musik. Wir sind in melancholische Laune, klingt uns das Stück melancholisch. Hören wir das gleiche Stück in der gleichen Aufführung, wenn wir heiter sind, klingt die Musik auch heiter. So meinte ich. Und genau damit sind Sie eigentlich beim gleichen Thema, das ich vorschlagen wollte für unser Gespräch. Ich wollte nämlich gerne mal mit Ihnen darüber nachdenken, was es eigentlich heißt, zu hören und zuzuhören. Weil Musik und Hören gehören ja ganz eng zueinander. Ja, es ist eigentlich interessant, weil ich finde, die deutsche Sprache ist so präzise und so reich und wunderbar eigentlich. Aber auf diesem Gebiet ist es nicht so deutlich wie auf Englisch, wo es gibt einen Unterschied zwischen to listen and to hear. You can hear without listening and you can listen and not hear. Auf Deutsch ist es nur zwischen Hören und Zuhören. Das ist nicht so ganz präzise. Und wir leben jetzt in einer Welt, wo man eigentlich viel zu wenig richtig zuhört. Muss man auch nicht. Muss man auch Musik nicht zuhören in der heutigen Welt. Man hat Musik ja im Restaurant, im Flugzeug, im Aufzug und manchmal auch sogar, das ist, finde ich, am schlimmsten, klassische Musik. Und das hört man dann nicht, wenn Sie in den Aufzug fahren oder in einen Supermarkt gehen, dann hören Sie nicht zu. Sie haben mal gesagt, das sei für Sie manchmal eine physische Penetration, diese Dauerberieselung im Lift beispielsweise. Damit haben Sie richtig auch Probleme. Ja, ja. Eines ist klar, um Musik zu genießen, um von Musik vielleicht was Besonderes zu bekommen, seelisch oder ja, muss man eigentlich sich dafür konzentrieren, muss man zuhören. Das, was man so mitbekommt, das ist es nicht. Das ist es nicht. Und wir sind viel, viel mehr eine Augengesellschaft geworden als eine Ohrengesellschaft. Nicht? Interessant ist ja auch, dass man sehr bewusst wegsehen kann. Wir können die Augen schließen beispielsweise oder den Kopf drehen. Ja. Aber man kann schlecht weghören. Eben, eben. Das ist eigentlich, das Ohr ist viel stärker. Ich finde auch Gehör, Gedächtnis viel stärker als Augengedächtnis. Das kann auch kommen von der Sache, dass ich eigentlich Musiker bin, nicht? Aber zum Beispiel, wenn ich Klavier spiele und habe einen Moment Zweifel, was Gedächtnis betrifft, wenn ich auswendig spiele, und ich mich konzentriere und höre in mein inneren Ohr, was der nächste Ton, den ich nicht im Moment nicht sozusagen zur Verfügung habe, kommt es dann. Und die ganze Erfahrung von Musik ist sehr, auch für den Zuhörer ist Gedächtnis sehr wichtig. In dem Moment, dass Sie blaue Donau hören, zweimal, nach dem zweiten Mal erwartet das Ohr, dass es immer so weitergeht. Und das ist dieser wunderbare Moment von Überraschung in der Musik, wo das dritte Mal eine Veränderung kommt.
sei es eine rhythmische, harmonische, was immer, sei eine andere, etwas anderes ist. Und da sofort ist die Konzentration da. Warum? Weil das Ohr hat eigentlich erwartet, dass es weiter so geht. Und es geht anders. Und das ist schon sozusagen praktisch die erste Erfahrung von Musik. Sie sagen ja auch, man soll eben Musik nicht einfach hören, sondern man soll ihr wirklich zuhören. Was passiert denn genau, wenn wir der Musik zuhören? Was ist anders, als wenn wir einfach Musik hören, sagen wir zum Abschalten, wir kommen nach Hause und machen ein bisschen Chopin an? Ja, ja, da ist nichts Schlimmes daran, nicht? Ich sage oft, es ist nichts Schlimmes daran. Man stellt sich vor, ein besonders schlechter Tag, wo man steht auf, man hat schlecht geschlafen, Kaffee ist zu kalt beim Frühstück, das Brötchen ist nicht gut, ist alt und trocken, man geht ins Büro, man hat Probleme mit Mitarbeitern, dann hat man Termin beim Steuerberater, der sagt, ja, dann geht man zum Zahnarzt und der tut weh und so. Also so ein Tag und dann kommt man nach Hause und man tut, wie Sie sagen, ein Chopin Nocturne, man hört es und man ist gleich entspannt und so. Und warum nicht? Ist ja nichts Schlimmes daran. Aber man kann mich nicht überzeugen, dass alle die Komponisten, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms, Wagner, Schönberg, Boulez, wie die alle heißen, Musik geschrieben haben, so dass wir uns entspannen können, wenn es uns schlecht geht. Ich meine, es muss doch in der Musik eine Aussage geben. Und diese Aussage ist sehr wichtig und diese Aussage ist anders für jeder Mensch. Und die hört man nur, wenn man wirklich zuhört und sich wirklich auseinandersetzt. Ja, das ist sonst, wie man ein Buch liest, muss man sich auch konzentrieren. Man kann nicht einfach lesen, ohne zu denken. Und das ist eigentlich selten geworden in unserer heutigen Zeit, dass in einem Konzertsaal, da ereignet sich ja eigentlich etwas Unerhörtes. Die Menschen hören zu und sie tun nur das in aller Regel. Sie essen nicht dazu, sie sind nicht gleichzeitig am Bügeln oder verschicken keine E-Mails oder checken auf Twitter, wer wieder irgendeine Nachricht geschickt hat, sondern sie sitzen da, konzentrieren sich. Das ist eigentlich fast schon anachronistisch in unserer Zeit. Vielleicht ist es schade, dass es anachronistisch ist. Vielleicht sollten wir mehrere Möglichkeiten haben, uns mal von dem Handy und von dem Twitter und Social Media uns zu entfernen. Ich meine, es ist, wenn man denkt, heute ist es fast unmöglich, ein Gespräch mit jemandem zu führen, ohne dass es etwas gleich liest und so, oder schreibt. Und dann, wenn man jemanden sieht, dass man sagt, ja, also mach Foto. Ich meine, wir sind total von diesem kleinen Gerät abhängig. Und das finde ich schade. Die Technologie muss ja so entwickelt sein, wie nur möglich. Mehr und mehr kann nicht genug sein. Aber wir müssen immer lernen, sie zu benutzen. Ich erinnere mich, als das Fernsehen wirklich am Anfang erst angefangen hat, wichtig zu werden und so, da haben viele Leute gesagt, was, Fernsehen, schrecklich, die Kinder werden ihre Hausaufgaben nicht machen. Und werden, als ob das Gerät vom Fernsehen schuld daran war. Ich meine, es ist schon der Mensch, der die Verantwortung nehmen muss. Die Eltern müssen die Verantwortung nehmen, dass die Kinder die Hausaufgaben machen und sagen, du kannst ab so viel ab 6 Uhr kannst du Fernsehen gucken und nicht schon um 2 und solche Sachen. Aber wir sind viel besser bei der Entwicklung der Technologie. Wenn man denkt, wie die Technologie sich entwickelt hat in den letzten 100 Jahren, ist ja unglaublich, wie das Leben sich verändert hat und so. Aber wir sind viel weniger gut, die Technologie dann zu beherrschen. Da höre ich fast schon ein bisschen auch den Pädagogen Daniel Barenboim. Ihnen ist ja auch die Bildung sehr wichtig, die musikalische Erziehung von Kindern beispielsweise. Ich bin nicht so jemand, der sagt, früher war besser, früher war so und es war schöner und wir waren jünger und so. Das ist überhaupt nicht meine Sache. Aber eine Sache war früher, ich glaube, sagen wir, logischer. Nämlich, dass Musik ein organischer Teil der Bildung war. Weil jemand, der
sich für Picasso interessiert hat, konnte auch sein Stravinsky. Und derjenige, der Paul Klee liebte, war mehr angezogen von der Musik von Schönberg zum Beispiel oder sowas. Das, ich will damit sagen, Musik war ein organischer Teil der Bildung. Heute kann man ein sehr gebildeter Mensch sein, viel wissen, natürlich beruflich Rechtsanwalt oder Arzt, und so viel über Literatur, über Politik, über Theater, vielleicht ein bisschen über Malerei wissen und so, und nie ein Tonmusik gehört haben. Sie sind ein großartiger Musiker mit einem unglaublichen Talent. Ich bin nur eine Person, die gerne Musik hört, gerne Musik zuhört, mich gerne damit auseinandersetze. Das heißt, wir teilen die Leidenschaft vielleicht für Musik, aber was würden Sie sagen, fehlt denn einer Person, die kein Empfinden hat für Musik? Also Sie haben jetzt beschrieben, ein Arzt, ein Jurist könnte großartig werden in seinem Fach, ohne je musikalische Bildung genossen zu haben. Was fehlt dieser Person? Naja, ich finde, die Musik kann unser Leben bereichern und in unterschiedlicher Art und Weise. Das ist abhängig von dem Mensch. Eine ist vielleicht ein mehr sinnlicher Mensch und ist beeindruckt und bereichert durch die Sinnlichkeit der Musik. Der andere hat eine Sensibilität für Farben und man kann dann plötzlich auch Farben hören in der Musik. Wenn ein Sänger oder ein Geiger die in der Phrase macht eine Änderung in der Phrasierung, das nennt man auch eine andere Farbe hat. Oder die sehen Stimme Sie hat. Farben, wenn Sie spielen? Sehen Sie Farben, wenn Sie spielen, Sie persönlich? Ja, unbedingt. Klavier ist sowieso in erster Sicht ein sehr uninteressantes Instrument. Sie können jedes Gewicht, ich würde diese Glas nehmen und auf die Tasten und es würde einen Klang machen. Nicht besonders schön und interessant, aber Klavier ist der Klang ist schon da. Bei einem Geige oder ein Cello oder auch ein Blasinstrument müssen Sie den Klang erziehen. Das heißt, das Klavier ist ein neutrales Instrument. Das Gewicht von dem Glas produziert einen Klang, der wesentlich weniger interessant ist als der Klang von Arthur Rubinstein, aber es ist ein Klang. Und es ist genau diese Neutralität, dass uns Pianisten die Möglichkeit gibt, unterschiedliche Farben zu machen. Klangfarben. Das ist wie eine weiße Wand und eine farbige Wand. Wenn Sie eine Wand haben, die weiß ist, können Sie am Anfang ist es total uninteressant, weil es so blass ist. Aber da können Sie so viele Farben und Sie sind immer in Verbindung damit. Wenn Sie eine gelbe oder blaue Wand haben, dann haben Sie schon eine bestimmte Farbe und müssen Sie sozusagen damit immer rechnen. Das heißt, die Neutralität und die Tatsache, dass es ein uninteressantes Instrument ist, gibt uns die Möglichkeit, es wesentlich mehr interessant machen als viele andere Instrumente, die schon einen eigenen Klang haben. Sie haben ja schon mit 7 Konzerte gegeben in großen Konzerthallen. Sie galten als Wunderkind. Haben Sie das Klavier für sich persönlich gewählt damals? Hatten Sie den Eindruck, das ist mein Instrument? Es ist eigentlich viel, viel einfacher als das alles. Als ich 4 war, hat mein Vater Du-Abende gespielt mit einem Geiger. Und ich habe gesagt, ich will Geige spielen, weil ich wollte mit Papa spielen. Ich war sehr klein und die konnten keine kleine genug, auch ein Achtelgeige war zu klein für mich. Und dann habe ich das vergessen, nicht? Da haben alle gesagt. Und dann, ein Jahr später, hat mein Vater gespielt 2 Klaviere mit einem Kollegen. Da habe ich gesehen, man kann mit Papa spielen, und man ohne Geige. Ja. Und dann angeblich, ich kann mich daran nicht erinnern, aber meine Mutter hat das immer wiederholt, bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, ich habe gesehen, man kann auch mit Papa spielen und Klavier spielen, es ist doch viel besser. Es steht allein, er hat eigene Beine, muss man ihm nicht halten, es ist doch viel besser. Und aus dieser Bequemlichkeit habe ich angefangen, Klavier zu spielen.
Ihre Eltern waren ja beide auch Musiklehrer und haben sie sehr gefördert. Gleichzeitig haben Sie auch einmal erzählt in einem Interview, hätten Ihre Eltern auch nicht versucht, zu viel Aufhebens um Sie zu machen und Ihr Vater hätte Sie sogar mal in den Boxunterricht geschickt. So im Stil von, soll sich ruhig auch mal eine Hand brechen, wenn diese Hände so golden sind, und nicht die Hände jetzt irgendwie versichern lassen. Ja, als ich angefangen habe zu spielen, sozusagen auf der Bühne, war die größte Sorge meiner Eltern, dass ich so normal aufwachse wie nur möglich. Und deswegen nicht was Besonderes, weil ich Klavier spiele. Und das ging bis zu diesem sehr extrem, dass ich bin dann zu Boxen gegangen. Und wie war das? Aber ich habe auch zum Beispiel Schule ganz normal gemacht. Ich finde schrecklich, wenn man begabte Kinder hat, man sagt, für Musik und Sachen muss man pflegen und nicht, die Kinder gehen dann nicht in die Schule oder haben keine richtige Erziehung. Das ist nicht gut. Musik ist auch ein Rausch, aber es ist auch ein Ausdruck der Gleichgewicht und der Normalität im Leben. Das ist ein schöner Satz, über den muss ich länger nachdenken. Aber interessant ist ja trotzdem, dass Sie auch diesen Boxunterricht dann, naja, glaube ich, nicht so unglaublich toll fanden, sondern dass Sie immer wieder auch das Fußballfeld angezogen hat. Ist ja vielleicht auch wenig erstaunlich, Sie sind ja auch Argentinier, dass Sie immer wieder gern Fußball gespielt haben. Was findet man auf dem Fußballfeld, was Sie im Orchestergraben nicht finden? Das soll man nicht vergleichen. Das soll man nicht vergleichen. Nein, man hat so viel gemacht. Man sagt gesagt, ja, ein Dirigent ist wie ein Trainer von Fußball. Und das ist natürlich alles. Man soll das nicht vergleichen. Es sind zwei total unterschiedliche Dinge. Und der Dirigent ist nicht wie der Trainer. Der Trainer in dem Moment, wo die Mannschaft spielt, hat er seine Arbeit gemacht und kann nichts mehr tun. Der Dirigent kann noch, Gott sei Dank, im Konzert noch etwas bewirken. Also ist er wie ein Regisseur in der Oper oder im Theater, nicht? Ich sehe so. Das ist interessant, die Regisseure, ja, die Regisseure haben es sehr schwer. Sie arbeiten wochenlang in der Oper, im Theater manchmal monatelang. Und dann kommt die Generalprobe und dann ist aus. Dann sind sie geliefert, zu was die Sänger oder die Schauspieler machen. Die können das nicht mehr beeinflussen. Die können alles vorprogrammieren, aber dann. Und deswegen, ich kenne auch ganz große Regisseure, die nie in den Premieren gegangen sind. Nicht, wie man denken könnte, weil sie unsicher waren oder wollten nicht sehen, wie das Publikum reagiert, sondern dieses Gefühl von nichts mehr tun können, diese Impotenz, diese kreative Impotenz, dass die Arbeit war schon gemacht und jetzt sind die Leute geliefert und sie, die Regisseure, sind abhängig davon, von den Willen und den Möglichkeiten der Schauspieler oder Sänger. Der Dirigent ist auch ein bisschen so, nicht? Ich meine, ich kann ja als Dirigent eine sehr klare Idee haben, wie ich eine bestimmte Phase in der Oboe mir vorstelle. Aber wenn der Oboist entweder nicht in der Lage ist, so zu spielen, oder will nicht, oder fühlt es anders, kann ich nicht tun. Man spricht immer von die Macht der Dirigent. Der Dirigent hat keine Macht. Der Dirigent kann bestimmen, vielleicht manchmal, wann das Konzert anfangen soll und Zeichen geben, wie laut oder leise das gespielt sein kann. Aber das Orchester, das dürfen weder die Dirigenten noch der Orchestermusiker vergessen. Die Töne, die Musik wird vom Orchester gemacht. Der Dirigent kann so viel wirken und tun und so. Aber es ist wichtig, dass Sie das nicht vergessen, dass es sind die Orchestermusiker, die wirklich das musizieren und die Töne spielen. Das ist gut für das Ego des Dirigenten klein zu halten. Aber die Orchestermusiker müssen auch daran denken, weil sonst reagieren sie nur. Sie müssen agieren, da sie spielen, müssen sie agieren. Und deswegen ist es sehr wichtig, daran zu denken, dass es sind die Musiker im Orchester, die spielen.
Aber Sie bleiben als Dirigent natürlich mit dem Orchester auf der Bühne. Ja. Sie sind eben nicht wie der Trainer, der dann nur am Rand steht. Herr Barenboim, kann man eigentlich, wenn wir über das Zuhören sprechen, auch der Stille zuhören? Ich glaube, das ist vielleicht das Wichtigste. Das heißt, die Stille hat auch mehrere Gesichter, nicht? Die Stille, bevor der erste Ton gespielt wird. Wissen Sie, wenn man ins Konzert auch als Zuhörer geht, wenn man ins Konzert geht, man kommt vom Büro oder so gehetzt und kommt im letzten Moment und es regnet draußen und man sitzt und so, man braucht erstmal zur Ruhe zu kommen, muss man erst die Stille hören, um dann den Klang zu genießen. Man kann nicht direkt zum Klang gehen. Der Klang und die Stille bedingen sich auch gegenseitig. Und dann die Stille innerhalb des Stückes. Eine Pause. Eine Pause in eine große Steigerung in der Musik. Danach kommt diese Pause. Die kann noch lauter sein in unserer Fantasie als der lauteste Ton davor. Geht nicht mehr und deswegen bricht alles zusammen. Und das bricht alles zusammen, das ist so laut. Die Stille kann Ruhe bringen. Die Stille kann in der Musik manchmal auch die Zeit geben, ein Achtel von Sekunde oder so, irgendwie unbewusst nachzudenken, zu was die letzte Phrase war. Die Stille ist permanent da und wir spüren die Musik nur, wenn wir spüren, die Beziehung zwischen die Töne und die Stille. Es hat ja auch etwas unglaublich Berührendes, wenn am Ende eines Satzes oder eines Konzertes Stille herrscht, bevor die Leute zu klatschen beginnen, diesen Moment auszuhalten und nicht reinzuklatschen, sondern dieses gemeinsame Schweigen und das Nachhallen der Musik. Das ist natürlich leichter zu bekommen, um nicht zu sagen zu erreichen, bei Stücke, die leise enden. Stücke, die mit einem ganz leisen Akkord enden und so die Musik. Können Sie ein Beispiel geben? Ein Beispiel vielleicht? Der Schluss von Tristan und Isolde, dieser letzte Akkord, wenn es zu Ende geht, leiser Akkord. Dann ist es leichter zu sagen, wenn die Musik sehr aufgeregt ist, dann kommt der Applaus aus dem Bauch sozusagen. Ja. Das ist auch okay. Ja. Ich glaube, wir sind viel zu intellektuell über Applaus und so. Leute, auch Kollegen von mir sind so, wie ist es möglich, zwischen die Sätze zu applaudieren? Eigentlich, warum nicht? Es war damals auch so, als die Komponisten geschrieben haben. Natürlich ist besser nicht, weil man versucht eine kleine Linie, aber man kann nicht der emotionelle Instinkt immer versuchen zu intellektualisieren. Wissen Sie, es ist auch was sehr Schönes, eine spontane Reaktion zu haben. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Weil natürlich auch Musik und Gefühl sehr eng verwoben sind. Ein Komponist, der sich sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt hat, was es heißt, Musik und Stille irgendwie zu verweben oder überhaupt Stille zu hören, ist der US-Amerikaner John Cage. Er hat ein Stück geschrieben, das heißt 4 Minuten 33. Und ich möchte mit Ihnen einen Ausschnitt einer Aufführung sehen. Wir müssen uns vorstellen, die Solisten und der Dirigent sind bereits in den Konzertsaal gekommen, unter Applaus, sie haben sich verneigt. Und jetzt werden noch die Instrumente gestimmt und dann geht's los.
Herr Barenboim, was höre ich da, wenn ich dieses Stück höre? Ich bin so angetan von diesem Stück, dass mein Kommentar ist genau eine weitere Entwicklung von diesem Stück. Verstehen Sie? Ich sage absolut nicht, das ist doch bescheuert, entschuldigen Sie. Das muss man einfach nehmen beim Namen, nicht? Deswegen, ich habe keinen Kommentar, weil dann wäre ich irgendwie dieses wunderbare Stück nicht gerecht sein. Das Stück hat keine Klänge produziert und ich habe keinen Kommentar dazu. Haben Sie es schon mal aufgeführt? Nein. Möchten Sie auch nein. nicht? Sprechen wir doch weiter übers Zuhören. Es ist ja ganz klar so, dass Musiker ein besseres Gehör haben als der Durchschnittsmensch. Glauben Sie, Musiker können dadurch, dass sie so viel Musik machen und hören müssen, einander auch besser zuhören? Leider nein. Leider nein, weil die große Mehrheit der Menschen, Musiker und auch sonst betrachten die Musik als etwas vielleicht Wunderbares, Schönes und Tiefes und so, aber nicht eigentlich das eigene Leben. Ich gebe Ihnen jetzt vielleicht zwei total extreme Beispiele, wie die Musik und die Empfindsamkeit nach der Musik total getrennt sind von eigenem Leben. Gucken Sie auf ein Monster wie Adolf Hitler. Hat Millionen von Menschen ermordet. 6 Millionen Juden allein und wer weiß wie viele noch mehr und so. Und als ich in Bayreuth war, ich habe ja 18 Jahre in Bayreuth dirigiert, hat mir sein Enkel Wolfgang Wagner gezeigt, in der Partitur von Lohengrin, der Ort, wo der Führer immer eine Träne im Auge hatte. Das heißt, er hatte die Empfindsamkeit für die Musik, weil er hatte die Träne im Auge. Aber das hatte mit seinem Leben eigentlich nichts zu tun. Weil jemand, der diese Empfindung für etwas Schönes und Rührendes, müsste eigentlich nicht in der Lage sein, einen anderen Menschen zu ermorden. Also es bleibt total getrennt. Stalin ähnlich mit Mozart. Stalin war so angetan, er hat ja auch mehr als 20 Millionen Menschen ermordet. Stalin war so angetan von der Musik von Mozart und er hatte eine Lieblingspianistin, Maria Judina, eine wunderbare sowjetische Pianistin. Und er hat mal am Abend im Kreml, im Rundfunk, das D-Moll-Klavierkonzert gehört, wie sie das spielte und hat sofort anrufen lassen und wollte sofort eine Aufnahme davon haben. Und das Konzert war übertragen im Rundfunk, aber nicht aufgenommen. Und dann haben die das ganze Orchester, die Solistin und der Dirigent, um Mitternacht im Rundfunksaal wieder bestellt. Die müssen das alles spielen, so dass Stalin am nächsten Morgen um 8 Uhr im Kreml eine Aufnahme hatte. Also so verrückt war er nach Musik. Und Musik war für ihn etwas sehr Schönes. Aber es war außerhalb seiner Existenz. Deswegen glaube ich, es ist sehr wichtig, dass wenn man Musiker ist, dass man denkt immer an den Parallelen zwischen wie man musiziert und wie man lebt. Und es gibt natürlich das Problem, dass es gibt keine Bildung, keine Erziehung in den Schulen für Kinder, Kindergarten und dann in den Schulen für Musik. Und man fragt sich eigentlich, wieso gibt es so viele Tausende von Menschen, die dann in Konzerten und in der Oper gehen, wenn sie keine Vorbereitung dafür haben und so weiter und so weiter. Gleich wichtig ist es auch, dass die beruflichen Musiker eine
weiter mit ihrer Bildung machen. Mhm. Und in den Konservatorien und den Musikhochschulen und so, das wird ja nur Musik oft nur instrumental gelernt. Mhm. Ja, man lernt auch Musiktheorie und so, aber viel weniger. Und das heißt, jetzt bin ich Mensch und ich unterhalte mich mit ihnen und es ist mir angenehm und der nicht, der mag ich nicht und den lasse ich weg und so und so. Und jetzt kommt die Musik und die schöne Sicht. Und die Musik ist außerhalb dieser Welt. Das verstehe ich, aber meine Frage war ja eigentlich, ob Musiker einander besser zuhören können, dadurch, dass sie genau hören können. Und Sie haben das jetzt ein Stück weit relativiert. Die denkenden Musiker, ja. Die denkenden Musiker, aber es ist nicht zwingend sozusagen. Was heißt es denn, wenn man ein... Also nehmen wir mal an, ich sage einer Person, jetzt hör mir doch mal zu. Dann meine ich ja immer auch so etwas wie, bitte versuch mich zu verstehen. Also genau zuhören scheint sehr nahe zu liegen beim einander verstehen wollen. Oder zumindest bemüht zu sein, sich zu verstehen. Das stimmt, oder? Natürlich, natürlich. Wenn wir bei dem mal bleiben, was heißt es, Musik zu verstehen? Vielleicht können wir ja etwas lernen fürs Verstehen von Menschen. Ja, natürlich. Aber das ist eine Fähigkeit, die man haben kann und entwickeln kann. Muss man denken. Viele Musiker haben auch eine musikalische Intelligenz, die erstaunlich ist. Die verstehen die Musik im Sinne, dass sie verstehen, wie es gebaut ist und wie die Musik hier steigert und wie die dynamischen Kontrasten passieren und die Geschwindigkeit und Zeit und Raum und alle diese Ideen. Aber haben nicht eine ähnliche Intelligenz im Leben. Man fragt sich oft auch, zum Beispiel bei den Sängern ist es noch mehr, also noch weniger verständlich. Manchmal beschäftigen sie sich mit unglaublich wichtigen Themen. Mhm. Bei Mozart, bei Wagner, in Wagner-Opern, Themen von Menschlichkeit, von Macht, von Eros, von Grausamkeit, von Liebe, von Leidenschaft und alles. Nicht? Und irgendwie kommen, das zu verstehen und das zum Ausdruck zu bringen, aber sind nicht in der Lage, das im alltäglichen Leben zu machen. Das ist immer getrennt. Also die Übersetzung gelingt nicht automatisch, würde das heißen. Aber etwas, was mich beschäftigt, ist auch, wenn man Ihr Buch liest, ist die Frage, was heißt es eigentlich, ein Musikstück zu verstehen? Und interessant ist ja beispielsweise, dass ein Musikstück nicht einfach irgendwie aufhört, sondern es kommt zu einem Abschluss. Musik folgt einer inneren Notwendigkeit. Und da sind wir ein Stück weit auch bei Ihrer großen Begeisterung für den Philosophen Spinoza, den großen Philosophen, dem Sie ein ganzes Kapitel widmen in Ihrem Buch. Und die Grundidee, der Sie nachgehen, ist unter anderem diese, dass Sie sagen, Freiheit ist nicht beliebig, sondern Freiheit ist immer die Einsicht in eine Notwendigkeit. Und Musik zu verstehen heißt, diese Notwendigkeit zu verstehen. Ja, ja, absolut. Und können wir davon, von dieser Idee, etwas lernen fürs Zusammenleben? Gibt es Notwendigkeiten oder ist die Musik diesbezüglich ganz anders? Nein, nein, aber vielleicht wiederhole ich mich unnötigerweise, aber man muss dann über diese Dinge denken. Musik kann man leider auch spielen, ohne zu denken. Es ist sehr unbefriedigend. Mhm. Aber es ist möglich. Ich kann spielen, so, so, ja, so. Und ich denke nicht. Und dann kommt irgendwie aus dem Instinkt, aus dem körperlichen etwas. Und vielleicht manchmal auch sozusagen vielleicht gar nicht so hässlich, vielleicht ganz schön. Nein, verstehen Sie, ja, aber denken ist was anderes. Zum Beispiel, jetzt haben wir eine, ich empfinde, angenehme Konversation, Sie und ich. Das finde ich auch. Nicht? So. Sie sprechen und ich höre zu. Dann spreche ich und Sie hören zu. In der Musik würden wir das simultan machen. Sie würden ein Instrument spielen und nicht den anderen. Oder vielleicht vierhändig am Klavier, ist egal. Aber wir würden das gleichzeitig. Das heißt, die Musik gibt uns die Möglichkeit, die Beschränkungen, die physischen Beschränkungen oft zu überwinden. Wir können es simultan, das nicht nur simultan, sondern Sie können die Hauptstimme haben,
und ich Kommentar dazu gebe, sogar manchmal auch subversiv in der Musik. Sehr oft spielt ein Instrument die Hauptstimme, bei Mozart schon. Das ist nicht modern. Und die Begleitung ist subversiv. Es macht sich manchmal lustig über das Thema oder unterstützt es oder ich weiß nicht was alles. Also das ist auch die Größe der Musik. Aber ist unser Gespräch nicht auch zweistimmig, weil Sie sprechen und ich höre zu, aber mein Zuhören ist ja auch Teil der Melodie dieses Gesprächs. Eigentlich sprechen wir doch auch zweistimmig. Ja, das ist der Grundsatz der Philosophie von Martin Buber. Nicht? Martin Buber, der große Philosoph, für mich einer der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, hat ein Buch geschrieben, das ist eine Lehre für genau dieses Thema. Das heißt Ich und Du. Das heißt, das Ich existiert allein nicht. Ich existiere, weil du existierst. Und du hast einen Kontakt mit meinem Ich. Genau, und in diesem. Das ist sehr wichtig. Und nur in diesem Zusammenspiel kommt auch die Erkenntnis wirklich zum Zug. Das erinnert mich auch daran, dass ich einmal etwas von Ihnen gelesen habe, wo Sie gesagt haben, Musik ist technisch gesehen auf einem enorm hohen Niveau angelangt. Und es gibt unglaublich gute Musiker, die technisch fantastisch sind. Aber ein Stück weit vermissen Sie manchmal das, was Sie die geistige Dimension der Musik nennen. Was genau meinen Sie mit der geistigen Dimension? Ist das auch was Religiöses? Nein, muss nicht, kann sein, aber muss nicht religiös sein. Aber die geistige Dimension hat ist die Aussage, warum ist diese Musik hier, was für eine Bedeutung, warum war es so wichtig für den Komponist, das zu schreiben? Etwas loszuwerden, dachte er, es ist eine wichtige Aussage, war es etwas, das er unbedingt wollte und so weiter, aber der Inhalt der Musik, darüber kann man nicht sprechen, weil die Musik ausdrückt das, was die Worte nicht können. Und wenn ich das lernen möchte? Aber es hat einen Inhalt. Dass man darüber nicht sprechen kann, heißt nicht, dass es nicht existiert. Und wenn ich das lernen möchte, nehmen wir mal an, ich möchte gerne Ihr nächstes Konzert besuchen und ich möchte mich vorbereiten und ich möchte auch diese geistige Dimension der Musik erfassen. Wie soll ich mich vorbereiten? Das ist sehr schwer für mich zu beantworten, weil ich bin Musiker. Also ich kann mir das nicht vorstellen ohne Musik. Und ich könnte mich für ein Konzert vorbereiten in einer Art und Weise, dass ich vielleicht nicht in der Lage sind, nämlich dass ich die Partitur nehme und sie studiere und beobachte sie und so weiter und so weiter. Ja, das kann der Zuhörer nicht machen. Ja. Deswegen ist es schwer für mich sozusagen zu beschreiben, wie ein Zuhörer sich, aber ich glaube, der Zuhörer muss sich oder kann sich vorbereiten, dass er sich mehr und mehr gewöhnt, als er hört, wirklich in totale Konzentration zuzuhören. Ein bisschen wie man, ich meine, ich mache keine Meditation, aber ich habe so oft mit Menschen gesprochen, die das machen, und sie müssen irgendwie die ganze Existenz leer haben und dann fangen sie an zu meditieren. Und etwas Ähnliches, nehme ich an, passiert beim Zuhören. Das heißt, es ist eine Frage der inneren Haltung auch. Innere Haltung, ja. Die innere Haltung des Zuhörers ist genauso wichtig wie die innere Haltung der spielenden Musiker. Nicht? Wenn man kommt mit den Problemen von zu Hause oder auch mit wunderschönen Sachen, die man erlebt hat, dann ist man nicht in der Lage, die Musik wahrzunehmen. Man nimmt sie als Begleitungsinstrument. Aber die Musik, ich glaube, hat diese Möglichkeit, uns eine totale Dimension zu geben. Wir müssen uns anhängen an dem ersten Klang und dran bleiben und nicht an andere Dinge denken und in der Konzentration bleiben.
und dann die ganze Reise machen. Und das ist wie ein klangliches Leben. Es fängt aus dem Nichts an, es endet im Nichts, das ist die Geburt und der Tod, mhm, und dazwischen ist ein ganzes Leben. Die spannenden Momente in der Musik, mit denen wir auch aufhorchen und hoffen auf den nächsten Moment, sind oft die chromatischen Passagen, die sich auflösen. Und Sie sprechen darüber auch in einer Probe mit der Staatskapelle Berlin. Schauen wir kurz rein zusammen. Wunderbar. Darf ich einen Moment unterbrechen, ich will nur etwas zu der Sache zu sagen. Wir haben ja, so, wir sprechen so oft über diesen Chromatismus und was das gibt in der Musik. Und dieser Chromatismus ist immer, was uns die Möglichkeit gibt, natürlich in unterschiedliche Richtungen das aufzulösen. Nicht? Man sagt manchmal so im Leben, jener Mensch ist ambivalent. Das heißt, man weiß nicht genau, was er ist oder was er will und so. Aber diese Ambivalenz, diese Ambiguität in der Musik ist ein Ausdrucksmittel absolut erster Klasse. Weil es gibt, jede Reibung gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Würde ich gerne einmal das zeigen, das ist Buchstabe L, nicht wahr? L. Langsam, langsam. Stopp, stopp. Das ist ja nur G-Dur, passiert ja nichts, nicht wahr? So, eins. Und jetzt kommt die erste Reibung. Okay, dann das nächste Mal, das ist Takt, was ist das? 49. 49, jetzt kommen wir in die chromatische Welt. Eins. Bleibt alles ungelöst. Weiter. Jetzt wir nähern uns. Und die Reibung ist schon zu ertragen, nicht wahr? Und die Dominant. Und da gibt es nur eine Lösung. Und es ist das. Wir sehnen uns nach Auflösung, Herr Barenboim, in der Musik, auch im Leben. Manchmal ja. Manchmal ja. Ich finde das interessant, dass ich glaube, man hat auch in dem Moment, in dem man solche chromatischen Passagen hört und wie sie sich auflösen, hat man doch dieses Gefühl einer großen Erleichterung. Und ich frage mich manchmal, ist es im Leben nicht auch so, dass wir diese Auflösung uns herbeisehnen und gleichzeitig geht es auch darum, wie beim Hören von Musik, Ambivalenzen auszuhalten? Jetzt sehen Sie, das ist das Schönste, was Sie sagen könnten, weil das zeigt mir, dass Sie versuchen, die Verbindung zwischen Musik und Leben zu machen, dass die Musik nicht etwas getrennt ist, das uns vielleicht Vergnügen gibt und Freude, aber es hat nicht mit unserem Leben zu tun. Das so, wissen Sie, es ist so, ich habe sehr früh angefangen zu spielen. Ich habe mein erstes Konzert gespielt, war ich 7 Jahre alt. Und ich habe auch dann sehr schnell danach auch sehr große Stücke gespielt. Und mein Vater, der mein Lehrer war, war oft sehr kritisiert. Ich war 11 Jahre alt und spielte Spät-Beethoven-Sonaten. Wieso erlauben Sie Ihr Sohn das? Also Spät-Beethoven-Sonaten zu spielen, muss man Lebenserfahrung haben und so weiter und so weiter. Mein Vater hat immer geantwortet, ganz einfach, wenn die Noten in der Schublade bleiben, bringen sie nichts. Umso man so früher anfängt, umso mehr Chancen hat man dann im Leben, das zu Ausdruck zu bringen. Man muss nur die Bescheidenheit haben, zu wissen, dass man kommt nie an alles. Man kann nur etwas mehr und mehr lernen. Das heißt, ich habe eigentlich mehr von der Musik für das Leben gelernt als umgekehrt.
Aber die meisten Menschen machen es umgekehrt. Ja, ich verstehe. Ich verstehe Sie. Ich hatte schon eine Idee von Leidenschaft, bevor ich zum ersten Mal ein hübsches Mädchen betrachtet habe. Verstehen Sie, was ich meine? Und ich habe von der Musik deswegen auch für das Leben gelernt und lerne noch immer. Und da sind wir ja wieder bei der Frage auch der Bildung. Platon hatte ja diese Idee, dass die Musik der perfekte Wächter des Staates sei, weil die Musik eindringt in die Menschen und sie durchdringt und sie formt. Deswegen müsse man, so Platon, mit der Musik sehr sorgsam umgehen, aber sie eben auch einsetzen in der Bildung. Also könnte man ja doch sagen, wenn wir Musik in Schulen reinbringen, dann kann sie die Welt ein Stück weit verändern, indem sie die Menschen formt. Also das ist jetzt meine große Leidenschaft. Ich möchte alles tun, genau das zu machen, zu schaffen. Vielleicht in eine Schule. Ich bin ziemlich weit schon gekommen. Ich hoffe, nächstes Jahr anfangen zu können, in eine Schule ein Musikerziehungsprogramm zu bringen. Nicht in eine spezialisierte Schule für Musiker, sondern in eine Schule, eine ganz normale Schule, Volksschule, wo man Musik lernt, wie man lernt Mathematik oder dann später Literatur und so weiter. Und mein Traum ist, dass es kann so durchgehen. Ich habe vor 11 Jahren einen Musikkindergarten in Berlin gegründet. Zwei, einer in Berlin und einer in Ramallah in Palästina. Aber in Berlin, und das funktioniert eigentlich sehr gut und viele Kinder machen weiter. Musik haben irgendwie, singen noch im Chor oder spielen ein Instrument, auch wenn sie 14, 15 sind. Und ich möchte das erreichen, dass Musik, das kann ich nicht in alle Schulen machen, aber in eine Schule als wirklich als Experiment sehen, wie das funktionieren kann, dass man kann, ein Baby schon mit 1 Jahr kann er schon in den Kindergarten gehen und dann eine Beziehung zur Musik hat. Ist auch das Spielerische in der Musik, der zu Kindern sehr gut passt. Und dann weiter in der Erziehung bis die Abitur. Und dann müssen nicht alle, nicht um mehr Musiker zu haben, sondern um die Bildung des Herzens irgendwie voranzubringen. Sie sind ja selber Vater von 2 Söhnen. Beide sind eigentlich Musiker geworden. Der eine ist ein berühmter Geiger und der andere ein berühmter DJ. Haben Sie beide gleichermaßen mit Musik großgezogen oder wie sind Sie vorgegangen? Ja, also erst muss ich sagen, der Große ist, hat auch DJ gemacht, aber ist so ein Elektropop-Künstler. Seine neuesten Stücke schreibt er den Text, schreibt die Musik, singt selber und spielt auf dem Synthesizer. Das ist sozusagen ein Allround-Musician. Aber wissen Sie, ich bin der perfekte Beispiel für die Tatsache, dass die Kinder machen ihre eigene Welt. Beide Kinder sind in gleiche Zuhause gewachsen, beide Kinder zur gleichen Schule gegangen, Volksschule, internationale Schule, dann waren sie im französischen Gymnasium in Berlin. Also genau alles genau das Gleiche gemacht haben, das gleiche Leben zu Hause erlebt haben und in der Schule auch und sind total anders. Beide wunderbare Kinder für mich und sind total anders, auch im Charakter und so. Also das ist wirklich der Beweis, dass man kann... Es gibt die Anlage im Kind, die auch einfach ihren Gang nimmt. Absolut. Absolut. Und man kann wirklich die gleiche Botschaft geben an 2 Kinder und jeder macht von dieser Botschaft seine eigene Sache. Und das ist wunderschön. Ich freue mich sehr, wenn ich das sehe, dass meine Kinder so unterschiedlich sind und dass die nicht versuchen, irgendwie eine Kopie von den anderen zu sein, sondern haben auch ihre Individualität. Das ist was... Mir eine große Freude gibt. Das ist auch schön, einen Vater zu haben, der Raum gibt dafür. Herr Bauernbaum, Sie haben vorhin Ramallah erwähnt. Sie sind ja ein Mensch, der sich beruflich, aber eben auch menschlich schon sehr, sehr lange einsetzt für den Nahostkonflikt, für
eine friedliche Lösung, für eine Vermittlung auch. Sie haben 1999 das West Eastern Divan Orchestra gegründet, zusammen mit Edward Said, einem Freund von Ihnen. Und dieses Orchester hat Unglaubliches geleistet, unglaublich viele Auszeichnungen gekriegt. Auch jetzt im Sommer hat es gespielt in Luzern am großen Lucerne Festival und wieder sehr, sehr schnell waren alle Karten ausverkauft. Das Orchester fasziniert, weil in diesem Orchester eben einerseits israelische Musiker spielen und andererseits Musiker und Musikerinnen aus den benachbarten arabischen Ländern. Sie haben immer gesagt, Sie sind stolz auf dieses Projekt, aber es ist kein politisches Projekt für Sie. Warum nicht? Weil die politische Lösung des Konflikts braucht andere Elemente. Man braucht die Gerechtigkeit für die palästinensische Sache, was man nicht hat. Man braucht auch die Sicherheit für die israelische Bevölkerung. Die zwei sind natürlich gebunden, aber das kann alles ein Orchester nicht machen. Das wäre total blauäugig. Aber es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, das heißt, ja, was ist das Zeichen? Was ist die Botschaft von West Eastern Divan Orchester? Außerhalb die Tatsache, dass es versucht, so gut wie möglich zu spielen. Dass es gibt keine militärische Lösung für den Konflikt, für den israelischen-palästinensischen Konflikt. Es gibt keine militärische Lösung. Das ist das einzige politische Statement, das das Orchester gibt. Das heißt, wir müssen die Erzählung, die Narration des Anderen wirklich hören und respektieren, auch wenn wir nicht damit einverstanden sind. Sie haben ja auch mal gesagt, dieses Respekt zu haben, nur für Dinge, wo man einverstanden ist, ja, das ist nicht gut. Diese Vielfältigkeit, worüber wir so oft in der Welt sprechen heute, das gibt uns die Verantwortung, das so zu machen. Ich muss etwas respektieren, obwohl ich das anders sehe. Ich muss an den Menschen respektieren, obwohl sie anders sind, als ich bin oder sein möchte. Herr Barenboim, Sie sind 73 Jahre alt. Vier. 74, ja. Dann habe ich Ihren Geburtstag verpasst. Machen Sie so nur weiter. Genau. Aber ich wollte Sie noch fragen, was möchten Sie in Ihrem Leben unbedingt noch hören? Hören? Ja. Musik, meinen Sie? Ganz egal, weil wir über das Zuhören und Hören gesprochen haben. Ich möchte, solange ich kann, weiter musizieren können, weil das ist, was mir die größte Freude bringt im Leben. Das wünsche ich Ihnen auch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Danke, dass ich Ihnen vor allem zuhören durfte. Danke, Herr Barenboim. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, damit verabschiede ich mich auch von Ihnen. Daniel Barenboim können Sie aber noch weiter zuhören, und zwar in der Sternstunde Musik, in einem Film, der ihn und sein West-Eastern Divan Orchestra bei den Proben begleitet und zeigt, wie es trotz extremer Widerstände gelingt, ein Konzert in Gaza zu geben. Nächste Woche geht es bei uns in der Sternstunde Philosophie um den Gotthard und um das Pferd. Zu Gast ist Ulrich Rauf, der den langsamen Exodus des Pferdes aus der industrialisierten Welt nachgezeichnet hat. Reiten Sie in einer Woche also mit uns mit und genießen Sie jetzt erstmal einen schönen Sonntag.